Hallo YouTube! Wir sind hier wieder bei der geheimen Akte, den geheimen Fällen. Ich kann mir das Wort nicht merken. Geheimfälle, da steht es auch. Geheimfälle, die gestohlene Venus. Muss ich ja nur auf meinen rechten Bildschirm gucken und dann sehe ich es doch auch schon. Ja, und wir waren hier gerade dabei, glaube ich, Schlüssel zu sammeln für den guten alten. Oh, da ist einer. Guten alten. Für den guten alten. Was ist er denn? Priester, genau. Pfarrer, irgendwie sowas war er. Und, hey, das ist doch ein... Hey, beschiss, Leute. Da ist ein Schlüssel. Oh, da ist auch einer. Und der zählt nicht, der Schlüssel. Wie viel brauchen wir denn? 14 noch. Oje, oje. Kann sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen husten muss. Weil, oh, da. Da. Weil der geht nicht so ganz weg. Aber ich kann mich nicht... Doch, das ist einer. Ich habe gerade so einen Hustenreiz schon die ganze Zeit, aber es interessiert die wenigsten von euch. Die meisten hier interessiert hier diese unglaubliche Spannung, die Schlüssel, die wir finden müssen. Und die Sonne blendet auch überhaupt nicht hier. Das ist auch ganz toll. Dass es so dunkel ist, finde ich super. Und das hier genau auf der Seite ist ein Streifen Licht zu sehen. Ja, ich habe nämlich, bin nämlich nicht so sehr Kellerkind, wie ich vielleicht sein sollte. Und habe die Jalousien oben. Und die Sonne scheint. Ist das nicht großartig? Ich sehe da nichts. Ist da irgendwo Schlüssel? Oh, da ist einer. Und da ist noch einer. Zwei Schlüssel nur noch. Oh, Leute, da waren zwei Schlüssel. Das ist so spannend. Mal gucken, was dann passiert. Oh Gott, das glaube ich auch so. Gott. Oh, da ist ja ein Kronleuchter. Ja, auch schön, auch schön. Ja, Exit. Weinflaschen. Oh, die letzten, das sind immer die Ekel-Dinger. Die so megamäßig versteckt sind, dass nicht mal ich, nicht mal Spürnase ich, sie finden kann. Ich muss jetzt mal hier so ein bisschen rumgucken. Jetzt komme ich gerade von der Seite. Aber wir wollen ja dieses unglaubliche Rätsel so schnell wie möglich lösen. Ach so, ich könnte mir einen Tipp holen. So, ich darf gerade so aufleuchten. Soll ich mir einen Tipp holen? Einmal gucke ich noch rum und dann, wenn ich es nicht finde, hole ich mir einen Tipp, okay? Okay. Okay. Ja, gut, ich glaube, ich gebe es auf. Ist ja. Oh, da. Und kommt den letzten Hurs. Ah, schau an. Ach, jetzt geht das Licht wieder an plötzlich. Das ist ja ein Ding. Ich bin beeindruckt, Don Montanielli. Ein stattlicher Weinkeller. Und so apropos stattlich. Wie sieht's denn unter ihrer Kutte aus? Na, wer ist denn der junge Mann auf diesem alten Bild? Ha? Ah, das ist nur ein verlorener Sohn. Einer meiner vielen Söhne, wenn Sie wissen. Und da neben ihm ist das nicht die Signora Faleschka, als sie noch jung... Jung. Jünger, als jetzt war? Ja, ganz recht. Und neben ihr, das ist ihr Neffe Antonio. Ein feiner Kerl, wenn Sie verstehen, was ich meine. Er ist irgendwann weggezogen. Wollte Kunst studieren oder so ein Schwachsinn. Irgendwas, brotlose Kunst jedenfalls. Und hat sich nicht mehr um seine kranke Tante gekümmert. Die Signora ist krank? Ja, das Alter ist eine schreckliche Krankheit, wissen Sie. Es hinterlässt Spuren, die manchmal direkt in die nächste Welt führen. Sofort, absolut, proppt, ab 50, tot, nächste Welt, vorbei. Wie traurig. Ja, und wie sieht es jetzt mit dem Wein aus? Die Geschichte interessiert mich eigentlich gar nicht, ich will nur den Wein haben. Oh, ja, natürlich, ja. Hier ist er, nehmen Sie doch, wenn Sie können. Was? Nehmen Sie ihn, wenn Sie können. Wie, wenn ich kann? Ach, natürlich. Natürlich muss man... Ach, nehmen Sie ihn. Ja, klar. Die ganze Stadt ist voller Späßchen. Ja, um an die Weinschlaschen heranzukommen, musst du die Kistenstücke aus dem Weg schieben. Ach, ist das hier... Also, an die muss ich ran und die muss da raus. Okay. Wie schiebe ich die? Ah, so schiebe ich die. Das hatten wir gerade schon mal so ähnlich. Das muss nach unten. Muss das dahin? Dann muss das dahin. Muss das wieder runter? Ne, muss es eigentlich gar nicht. Mist.
Ah ja, dann könnte ich das so... Ich bin zu klug. Oh, manchmal, boah, bin ich echt über mich selbst verwundert. Gut gemacht. Beliebte Taste drücken. Ach so. Ach, nein. Das finde ich blöd von mir. Okay, pass auf. Also machen wir das so. Dann machen wir das so, ist ja ganz klar. So, dann kann das nämlich so und das so und... Ach, ich... das wird doch wohl... Chips. Haha. Gut gemacht. Beliebte Taste drücken. Noch eins. Na, jetzt ist aber hier mal Schicht im Schacht. Schicht im Schacht. Oh, das war ja super schwierig. Gut gemacht. Okay, jetzt durfte ich den Wein mitnehmen, nachdem ich die blöden Spiele hier mitgespielt habe. Da ist er wieder, der mahnende Finger. Oh, und die Anlegestelle. Entschuldigen Sie bitte, mein Name ist... Also, mein Name ist... Entschuldigung, Signora, ich wollte Sie gerade... Ach so. Nee, warte. Entschuldigung, Signora. Ja, nee, ich kann das gar nicht so norddeutsch. Jetzt bräuchte ich den Fischkopf hier. C-Fix. Fischkopf, ran hier an den, wie sprechen die denn? Nee, die nordischen Leute. Ja, Entschuldigung, Signora, ich muss mich konzentrieren. Ich habe Teile meines Fischernetzes verloren. Ja, nordisch by nature. Ich weiß nicht, wie die sprechen. Es tut mir leid. Ich verfalle immer in dieses Bayerische. Kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Ich bin doch, wie Sie wissen, hier für alle zuständig. Ja, Hummel, Hummel, Maus, Maus. Na, gerne. Vielleicht schauen Sie danach. Was? Vielleicht können Sie danach suchen. Was soll ich jetzt finden? Ein Fischernetz? Nee. Ein Kaktus und Schmetterlinge, nicht Fischernetz. Oder er baut sich ein Fischernetz aus Kaktus und Schmetterlingen. Das ist natürlich auch möglich. Kaktus, ich hab ein... Ach so. Noch eine Kaktusse. Witzig, oder? Der Witz ist, der ist nie ausgelutscht. Was ist hier? Das sieht ein bisschen, aus. Das ist auch nichts. Metterling. Nein, ich brauch keinen Tipp. Brauchst du gar nicht so zu leuchten? Ich... Auch kein Tipp. Also wir brauchen noch ein Stück Kaktusse, da ist es. Und dann brauchen wir jetzt noch ein Stück Metterling. Ach so, ja, natürlich. Und dann brauchen wir noch 50.000 andere Teile von irgendwas. Da ist ein Fischkopf. Fischkopf! Wenn wir vom Teufel reden, dann werde ich jetzt die ganze Folge verfolgt vom Fischkopf. Und seinem Schwanz. Was? Das war jetzt aber irgendwie, das habe ich auch nicht gemeint. Und da, guck mal, da ist der Metterling. Da ist ein Stück. Und da ist ein Stück. Jetzt fehlt noch das Zwischending vom Fischi. Fischi. Seht ihr das irgendwo? Ich sehe es nicht. Wenn ich jetzt Tipp drücke, dann kriege ich hier die ganzen anderen Sachen, die ich aber weiß, wo sie sind. Also jetzt wird mir bestimmt gleich irgendwie... Na. Nein, wir drücken keinen. Noch brauchen wir keinen Tipp. Noch können wir alles alleine. Aber wo ist der Fisch? Jetzt gibt's mir einen Tipp. Ist der Fisch. So. Ja, nee, das Netz ist schon mal wieder fast bereit. Ja, dann kann ich mir ja jetzt endlich vorstellen. Ich bin nämlich, also, ich bin... aber das Fischerboot, das Kutterboot, das ist vom Sturm noch ganz mitgenommen. Oh, ach so, ja, das tut mir leid. Also, ich wollte Sie fragen, ohne Fischerboot kann ich nicht fischen. Ja, das ist ja jetzt eigentlich mir scheißegal, aber können Sie mir mal bitte Ihr Fischmesser ausleihen? Ich bring's auch. Also ich vergesse irgendwie immer, ich bring's auch. Ja, wissen Sie, es ist irgendwie auf dem Fischerboot. Nee, ja, machen Sie es wieder seetauglich und Sie können das Messer kurz haben, aber auch nur kurz. Ganz kurz. Alter,
Alter, wir räumen hier nur auf. Nur aufräumen. Jetzt haben wir ja mal versucht, ein bisschen, hallo, also ich hätte gern, hallo, zieh da, tschüss. Aber trotzdem wurde uns einfach nicht zugehört und das wurde uns hier, räumen sie auf. Vorher ist nichts. So, ich muss kurz, Entschuldigung. Okay, Lokomotive fährt vor ein Geschoss. Pizza. Taschenmuschel, Fußballangel. Ja, ich habe eigentlich irgendwie noch gar nichts davon gefunden. Da eigentlich habe ich schon alles gefunden, aber ich will nichts anklicken. Weil dann wäre das Spiel ja schon vorbei und das wäre doof. Deswegen drücke ich jetzt einfach gar nichts. Das gibt's doch nicht. Ich finde überhaupt nichts von dem, was wir finden sollen. Nun, also, das ist jetzt so. Da haben wir Zeitung. Geschenk? Und ganz viele andere tolle Sachen, die das Leben schöner machen. In it's wicked feeling. Was ist da? Was ist da? Leute, ich klick's noch nicht an, was... Ach, der Mann, ich dachte, das wären hier so... Ja, natürlich der Fußball. Da ist eine Tasche. Oh, ich hab's gefunden. Fliege, die habe ich dann gefunden. Aber man kann die Sachen ja anklicken, genau, und dann sieht man ja, wie es aussieht. Da war ja was. Oh, das Seil habe ich gesehen. Ach, schon wieder diese Kacke. Das wiederholt sich aber auch alles so ein bisschen, aber das habe ich schon mal gesagt. Das ist ja auch nicht schlimm. Dafür, dass dieses unglaublich geile Hammerspiel kostenlos ist, ist es doch in Ordnung. Oder? Schwimmer habe ich auch gesehen. Ja, und das Handy habe ich auch gesehen. Milchflasche. Tatsache. Und Eis. Oh, ich hätte so Bock auf Eis. Heute hat sich Sonne gesehen. Die Sonne geschienen. Das habe ich ja dadurch, dass ja hier der links der Streifen, ne? Ist ja sonnenbeschienen. Auf jeden Fall scheint die Sonne und ich hätte gerne ein Eis. Bitte, danke. Uhr? Das ist eine Sanduhr. So. Ja, gut, ne. Glühbirne. Pferd? Ach komm, wo ist mein Typ? Ist das Pferd? Die Alex habe ich gesehen, die war da oben, die habe ich gesehen. Yippie! Schutzhelm habe ich, glaube ich, auch gesehen. Das ist kein Schutzhelm. Aber ich habe den. Ja, alles woanders. Nein, da ist er doch. Handschellen. Ich bin immer noch ein bisschen schnuffi. Husti. Eis, Sanduhr, Handschellen. Hallo, ich würde hier gerne mal ein bisschen weiterkommen. Okay, ich fange jetzt hier mal ganz systematisch an zu suchen. Das ist ein B. Das ist eine Karte. Hier ist Randy. Das soll ja auch alles auf dem Boot sein, ne? Das Boot, oder? Ja, das war ja auch so. Ist ja wieder. Schön ordentliches Boot jedenfalls. Oh. Da ist ein Freundeschloss. Wow. Wow, es ist unglaublich. Ist das eine Hand? Das ist ein Eis. Das sah irgendwie aus wie eine Hand. Das muss ich mir in der Aufnahme nochmal näher ansehen. Guck mal da. So, jetzt Engelsfigur, Sanduhr und Pilze. Wie sehen die Pilze aus? So sehen die Pilze aus. Die sehen ja lecker aus. Die sind hier bestimmt irgendwo am Muffin dran. Sanduhr? Gefunden. Was ein Farbklecks. Nur ohne Farbe. Oh, das sind bestimmt wieder so durchsichtige Sachen, die kein Mensch finden kann. Ich konzentriere mich. Schweinerei. So, jetzt noch die Pilze. Freunde. Habt ihr sie schon? Nee, das macht mich aggressiv. Ist das eine Katze, die ganze Zeit miau macht? Soll es Möwen sein. Ja.
Nee, ich finde die Pilze nicht. Ich geb's auf. Ich gestehe. Ich weiß es nicht. Ach, da. Ja, dieses unglaublich super tolle Spiel, das wir noch nie gespielt haben, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Upsala, da stoße ich doch gerade ans Mikro. Ich weiß zwar nicht, wie lange wir gerade aufgenommen haben, aber mir läuft doch so ein bisschen das Näschen und ich muss mir das jetzt unbedingt pudern. Und ich muss mir auch mal ganz dolle abhusten. Und dann bin ich alte Frau auch endlich mit meinen Wehwehchen durch. Und kann die nächste Folge aufnehmen. Ja, es war mal wieder ein Fest, hier so eine Reihe aufzunehmen. Ich mache gleich weiter und ihr müsst noch ein bisschen warten, ehe ihr die nächste Folge seht. Hinterlasst mir doch irgendwelche tollen Dinge. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über tolle Dinge. Tolle Dinge sind immer toll. Und wünsche euch einen traumhaften Tag, meine Lieben. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.